war in der Vorbereitung zu dieser Produktion sehr wichtig, dass das Füchslein eine Figur ist, ein Wildfang vielleicht auch, die eben der Menschenwelt zugeordnet ist. Das Tierische an ihr ist das, dass sie ihren Instinkten folgt und dass sie sehr impulsiv handelt und dass sie ihre eigenen Regeln macht, dass sie nicht den Regeln der Gesellschaft folgt. Das Füchslein kommt aus einer Welt, was eigentlich eher für mich vom Gefühl her eher wie so eine Art riesiger Wohnblock ist, in dem man eben nicht schaut, was der Nachbar macht, in dem der Nachbar eigentlich interessiert ist, sondern er schaut zu laut Fernseher oder sowas. Im Gegensatz dazu ist beim Förster extrem wichtig, was die Nachbarn über einen denken, wie man sich zu verhalten hat. Der Förster ist für mich ein Mann in der Midlife-Crisis. Eigentlich hat er sich in seiner Komfortzone ganz gut eingerichtet und trotzdem ist es ein Mann mit unglaublichen Sehnsüchten. Diese Sehnsüchte brechen hervor in dem Moment, wenn er auf das Füchslein trifft. The relationship between the forester and the Füchslein is made even greater and clearer in this production because of the fact that I play the child from the start. And so we play a little bit with this Lolita character and then they settle on a calmer father-daughter relationship and they both have an intense feeling of mutual like and love. Singing in Czech has been an adventure. It is a language I was not at all familiar with at the start. But it is a beautiful language once you have mastered how to pronounce it. That is the most hard thing. Janáček's music, I think, is so soulful. It's so romantic, especially in the duet between the foxes. It's wonderful. I feel inspired by it. Die Klanglichkeit des Schlauen Füchsleins ist, auch wenn man das Stück mit den anderen Janáček-Opern vergleicht, recht einzigartig. Das hat sicherlich damit zu tun, dass das Thema hier die Natur ist und dass Janáček, der ein großer Freund der Natur, ein großer Verehrer der Natur war, dass er sicherlich versucht hat, davon, von seinen eigenen Lebenserfahrungen, etwas in diese Partitur hineinzubringen. Die Gesamtanlage des Füchsleins würde ich als tableauartig beschreiben, sodass man also einzelnen Stationen im Leben des Försters, im Leben des Füchsleins folgt. Diese Episoden, diese Momentaufnahmen sind jeweils dann verbunden durch orchestrale Zwischenspiele. Das schafft eine sehr, sehr klare Gliederung dieser drei Akte oder es unterstreicht auch die Verknappung, deren Janáček ein so großer Meister war. Ja.
Kern geht es bei diesem Stück um den Kreislauf des Lebens, vielleicht auch darum, sich selber gar nicht so ernst zu nehmen. Im Endeffekt sind wir doch nur ein kleiner Tropfen im großen Ozean.